Herzlich willkommen zurück bei Suikoden, einem weiteren Part, in dem wir uns. Oh. Mein Gott, es ist schrecklich. Ich wünschte, Sie würden solche Dinge nicht tun. Nun muss ich die Mappen ändern. Sag, wer bist du? Liberation Armee? Okay. Ich hörte nur, dass die alte Burg Toran oder antike Tur Burg Toran von der liberalen Armee eingenommen wurde. Von der Befreiungsarmee. Möchtest du, dass ich euch beitrete? Ich bin ein exzellenter oder ein Experte im Mappenmachen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall musst du mich die Burg Toran einladen lassen. Wir nehmen die gleich mit. Das war jetzt ein riesiger Zufall, an den hätte ich gar nicht mehr gedacht. Suiko Map. Für was war die denn? Ah, ich glaube, es ist eine Weltkarte. Oh ja, die ist jetzt rechts unten eingeblendet, wie ihr seht. Das ist wirklich jetzt ein riesiger Zufall gewesen, dass wir den Typen erwischt hatten da. Eher drauf konzentrieren sollen. Aber gut, okay, dann müssen wir den Gremium jetzt einmal kurz heilen. Wir bewegen uns jetzt auf jeden Fall auf das erste Ereignis uns zu in diesem Spiel, was wir noch gar nicht hatten bis jetzt in den anderen Videos. Und da freue ich mich schon, das zu präsentieren. Das ist nämlich etwas, was dieses Spiel noch viel, ja, noch viel besser macht, finde ich. Weil es was, ja, was total ungewohntes, einmaliges ist, was ich bis jetzt vorher noch nie in irgendeinem Spiel hatte, auf diese Weise. Und was Suikoden mit zu einem meiner absoluten Lieblings- oder größten Favoriten ever gemacht hat. So, jetzt treffen wir erstmal auf den Kuromimi. Kuromimi kann nicht hier gefangen werden. Muss he alle helfen. Ja, der gute Kuromimi, ne? Wer seid ihr Typen? Seid ihr der Verräter Valeria? Das ist ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt. Ja, die wollen uns jetzt auf jeden Fall, wollen jetzt Valeria haben und sich das Geld holen und Gremio sagt, Meister, wir sind umzingelt. Das ist ein wenig gefährlich. Worüber redest du? Das ist extrem gefährlich. Hey, du da, wenn ich mich selbst aufopfere, also mit euch mitkomme, werdet ihr dann versprechen, die anderen nicht zu verletzen? Ha, ein Deal? Na gut, ich schwöre bei Gott, dass ich sie nicht verletzen werde. Valeria, Verräter des Gesetzes werden mit dem Tode bestraft. Ich weiß. Dann. Der brennende Spiegel muss zerstört werden. Das kann nicht, niemals passieren, wenn wir alle hier sterben. Oh Scheiße, jetzt habe ich einen weggedrückt. Super. So, wir wählen erstmal. Hör auf damit, Valeria. Komm schon, Jack. Du musst, darfst deine Augen nicht von den größeren Zielen abfallen lassen. So, und sie verlässt jetzt unsere Partie. Das ist ein gutes Mädchen. Halt dich zurück. Meine Männer tötet den Elf, den Kobold und den Rest von den Betrügern.
Verrätern. Was? Ihr habt geschworen, ihr habt bei Gott geschworen. Gott? Da ist kein Gott in dieser, in diesen modernen Zeiten. Okay, und da kommen sie. So, Koromimi kämpft mit uns mit, bringt uns leider nichts, denn einer der leider, ja, ich weiß nicht, wie das sein konnte, was, wie so ein Fehler entstehen konnte, denn wir haben hier das lustige Problem, kriegen Koromimi dazu, können im Kampf die Formation nicht ändern und der Computer hat ihn von leider nach hinten gesetzt. Problem bei Koromimi ist, außer heilen kann er nicht, oder Items benutzen kann er nicht, denn er kann nur von vorne attackieren. Lustig, ne? So, wir verteidigen mit Gremio. Der hat sehr wenig Energie. Mit Victor versuchen wir, welche von den Vögeln hier wegzusensen. Wir fangen gleich erstmal mit seinem Gegenüber an. Mit Jack machen wir auch gleich erstmal von hinten das Feld ein bisschen sauber. So, dann nehmen wir die Tropfen der Güte und die werden wir, damit werden wir Gremio einmal komplett ausfüllen, neu. Oh, das Shredding, das ist schön. Das werden wir auch gleich benutzen. Und ja, der gute Koromimi kann leider nur abwehrende sein, wir können ihn dann zum Heilen benutzen. Gar nicht mal so unwenig ab. Und so ein Schlag von Victor stecken sie auch locker weg. Ist schon gar nicht mal unschlecht, was sie so drauf haben. So, Victor kann nur, ja, ich bin beeindruckt. Dann soll er sich selber mal so eine Medizin verabreichen. Mit Jack benutzt ihn noch, oh Mist. Mit Jack benutzt ihn noch mal so einen letzten Deadly Finger Dip. Leo attackiert. Hier haben wir auch noch einmal. Oh, wir könnten Wind of Sleep nutzen, vielleicht bringt er was. Und hier können wir noch mal. Nein, eine Defensive machen. So, wir attackieren durch die Bank, wo nur geht. Und die restlichen beiden Humbles da jetzt mal uns vom Hals zu schaffen. Levelchen. Wir verlieren. Ist es das? Ihr alle schwach. Koromimi nicht aufgeben. Ja, große Worte, hä? Los, holt ihr euch Männer. Commander Jack, ich werde euch helfen. Was passiert hier? Sir, einige Typen, die sich selbst die Befreiungsarmee nennen, haben sind angekommen. Was? Rückzug, geht verschwinden wir hier! Master Matthew! Wie seid ihr hierher gekommen? Nicht durch den Wald, oder? Ah, jemand hat mich gewarnt vor dem brennenden Spiegel. Oder wegen dem brennenden Spiegel. Ja, und da sehen wir, alles ist gut.
Kirke seiner Silvina hat Hilfe geholt. Und ihr könnt diese schöne Kuschelei beobachten. Silvina, wie, warum? Haha! Das ist mir zu verdanken! Es war unglaublich, sagt sie, ging ab wie ein Blitz, ja, wie Stallion abgegangen ist da beim Laufen, hat sie über die Schulter gelegt und geflüchtet. Ich wünsche, ihr hättet sehen können, wie schnell ich gerannt bin! Hey, wollt ihr gleich von meiner Geschwindigkeit hören? Ja, der Ring. Jetzt verstehe ich, dass man besser die Hoffnung niemals aufgeben sollte. Gremio. Ja, war eine geile Sache. Ich finde den Charakter Gremio sowieso ziemlich gut, weil der einen versucht für alle hat automatisch so eine Vaterfigurartige Sache an sich und versucht aus der finstersten Sache das Beste rauszuholen. Geiler Typ einfach. Was ist das? Ein Ring? Ein Ring? Was ist das, Kirkes? Das? Wenn alles vorbei ist. So, nachdem Commander Jack die Burg verlassen hat, Humphrey und Sanchez angekommen mit den Überlebenden der alten Befreiungsarmee. Wir haben jetzt die Kraft, um Quanda Rossmanns Armee zu besiegen oder zu bekämpfen. Commander Jack, bitte gib uns das Signal, um vorzurücken oder auszurücken, also auf in den Krieg. Und bevor ich jetzt sage, all troops forward, sage ich erstmal, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder, denn da geht's dann weiter mit dem Kampf gegen die Armee von Quanda Rossmann. Okay, ciao.